Also, wir diskutieren hier ja über die Europawahl. Klar, jeder, der wählen gehen möchte, sollte wählen gehen. Aber mein Standpunkt von dieser Geschichte ist halt einfach, ich möchte keine Partei wählen, weil ich brauche niemanden, der dort über mein Schicksal entscheidet. Bravo! Über das, was ich mache und ob ich mich fortbilden darf oder in welche Projekte irgendwelche Gelder fließen. Würden die Menschen mal näher zusammenrücken und würden mal miteinander kommunizieren, dann bräuchte man das Ganze nämlich nicht. Da bräuchte man keinen Volksvertreter. Da würden die Leute einfach selber entscheiden, wo schießen wir unser Geld hin und wo nicht. Kommen wir mal kurz zu den Steuern. Ich bin gelernter Maler und Lackierer vom Beruf und ich weiß nicht, wie viele Leute hier auf dem Bau arbeiten und ich muss halt einfach sagen, das wird auch nicht mehr gut bezahlt. In manchen Bundesländern ist das mittlerweile sogar so, dass man nur noch über Leiharbeitsfirmen in die Firmen hinkommt und nur noch auf Zeit arbeitet, 11 Euro die Stunde kriegt für einen Knochenjob. Ich gehe dafür geholt, für 250 Kilo an Spachtelmasse in den vierten Stock zu tragen. Für 11 Euro. Das soll ich machen, bis ich 67 bin. Was stellen die sich vor? Ich bin keine Maschine, ich bin nur ein Mensch. Kommen wir zu einem anderen Beruf. Bäckerei-Fachverkäuferin. Dieser Beruf stirbt meiner Meinung nach aus. Wir waren, also eine Bekannte und ich, weil ich möchte keinen Namen nennen, wir waren auf der Arge und ich habe zu ihr gesagt vorher, hör mal zu, Mädchen, dein Beruf wird schlecht bezahlt, 6 Euro die Stunde, dann nur Halbtagjobs, man muss sowieso die Aufstockung auf Hartz IV schon holen. Schul doch irgendwas anderes um, was Zukunft bringt. Dann stellt sie mir die Frage, was bringt Zukunft? Ja, ey, das kann ich auch momentan nicht so gut sagen, weil alles wird schlecht bezahlt in unteren Reihen. Ja, dann mal kurz mit der AG-Mitarbeiterin gesprochen, gesagt, ja, der Beruf stirbt aus. Ja, das können wir ja nur machen, wenn ein gesundheitlicher Grund vorliegt. Dann können sie erst umschulen. Ich frage mich, warum? Warum ist das so? Warum können diese Leute, dessen Arbeitsplätze durch Lebensmitteldiscounter zum Beispiel, gefährdet gehen? Durch industrielle Herstellung von Backwaren, die dann nur noch im Laden verkauft werden. Wie viele Bäckereien machen in der letzten Zeit zu? Es gibt doch nur noch große Bäckereien wie... Und? Ne, weil ich will ja keine Werbung machen. Ja, aber viel ist es nicht mehr. Und die Leute verdienen 6 Euro im Schnitt. Wie wollen die sich eine Wohnung leisten? Die müssen auf die Arbeit kommen. Wäre von der Arge nach Ehlingen-Siersburg geschickt. Von Völklingen, von Saarbrücken aus. Wie weit sollen die fahren? Man muss sich das ja mal hochrechnen. Der Sprit wird teurer, die Lebensmittel werden teurer, die Miete wird teurer, der Strom, Wasser, alles wird teurer. Und dann sollen die Leute immer noch so weit fahren, nur damit sie ihren Job noch kommen, den sie dann per Hartz-IV-Aufstockung dann nochmal aufbessern müssen, weil sie hin und vorne nicht mehr rumkommen. Also ganz ehrlich, egal wie es jetzt kommt, egal was ich jetzt wählen würde, kleine Parteien, große Parteien, ich finde, niemand hat das Recht, über diese Menschenleben zu urteilen, weil die müssen nachher so leben, wie sich keiner von uns wünscht. Danke. Eins, zwei, drei. Ja, ich möchte zum Thema Wahlen auch gerade was sagen. Und generell, ich finde das super, dass sich hier so eine Diskussion entwickelt, wo man einfach mal offen drüber redet. Da freue ich mich sehr drüber. Denn ich glaube, genau das ist das, was fehlt. Dass einfach mal solche Sachen untereinander Auge in Auge besprochen werden. Ich kann ja auch nur meinen Blickwinkel dazu sagen.
Ich habe einfach das Problem damit, wie ich eben schon mal kurz angedeutet habe, dass ich innerhalb dieser Politstruktur, wie sie jetzt ist, finde ich, die Entscheidungsträger einfach so weit entfernt haben vom Menschen, was wir eigentlich wollen, dass die das gar nicht mehr mitkriegen. Und wenn ich innerhalb dieses Systems jetzt jemand anderen wähle, hat sich eins nichts geändert, dass immer noch wenige über viele entscheiden, die genauso weit weg sind. Ist immer noch gleich. Also es wäre dasselbe Spiel, nur dann mit einer anderen Mannschaft gerade vorne. So ist halt mein Blickwinkel. Yep. Deswegen, ich sage, ich gebe meine Stimme nicht ab, sondern ich erhebe sie selbst. Dafür habe ich sie doch. So. Und in dem Zusammenhang, was der Benny gesagt hat, will ich aber auch auf eine gewisse Eigenverantwortung hinaus oder auf einfach zeigen. Natürlich ist es für viele schwer, wie es so ist, und wenn man auch so wenig Geld verdient. Ich habe auch schon mal irgendwo einen 400-Euro-Job gemacht, in einem ganz interessant, für eine Sklaverei zu suchen, brauchen wir nicht nach Indien oder sonst wohin. Das war in Ensheim, oder ich weiß gar nicht wo, irgendwo bei Savellingen, irgendein Großlager für Küchenmöbel, die ganzen Baumärkte hier beliefern. Am Schluss hatte ich einen Stundenlohn von 3,75 Euro, wenn ich alles abgezogen habe. Die Fahrtkosten, noch 2 Wochen krank, im Rücken, weil Hochseekontainer mit 300 Kühlschränken ausgeladen in der Ladezone, wenn es kalt ist, aber es interessiert die nicht. Alles Video überwacht und so weiter und so fort. Also man braucht nicht weit weg für die Sklaverei, aber was man selbst in der Hand hat, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich? Und das ist etwas, was mir am Herzen einfach liegt. Ich kann für mich nur sagen, ich brauche gar nicht so viel, um glücklich zu leben. Ich brauche keine so riesen Wohnung, ich brauche keine 2 Fernseher, ich brauche überhaupt gar keinen Fernseher. Yeah. Ich brauche kein Auto, ich brauche keine 120 Quadratmeter mit 2 Personen. Also wir leben einfach auch in einem Standard, der so nicht normal ist. So wie wir hier leben, könnten nicht alle Menschen leben, weil wir nicht genug Erden hätten für die Rohstoffe. So. Also da will ich auch einfach ein bisschen an die Eigenverantwortung appellieren. Macht einfach nicht alles mit, lasst euch nicht alles verkaufen, was ihr alles braucht. Und wer nicht, dann kommt man auch mit viel weniger aus. Das war der Weg, den ich für mich gewählt habe, aus dem System ein bisschen raus. Mich finanziell unabhängig machen, nicht durch reich werden, sondern einfach, dass ich weniger brauche. Kann ich jedem empfehlen. Und wie gesagt, mit den Wahlen, ich kann die Argumentation verstehen, ich kann die Argumentation verstehen. Ich für mich habe echt einfach irgendwie schon Glauben aufgegeben, dass ich innerhalb dieser Struktur was ändert und gewinnen aber immer mehr Glauben durch solche Sachen, wo wir uns hier unterhalten, dass die Menschen das untereinander regional hinkriegen, dass wir wieder selbst eigenverantwortlich Entscheidungen treffen mit Menschen, die man kennt und uns nicht sagen lassen von irgendjemand in Brüssel, der mich schon nie gesehen hat, wie ich mein Leben leben soll. So ist meine Sicht dazu. Danke.